Würzburg Radio. Die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach. 7.8. bis 13.8.2017. Widder, plötzlich über den Traumjob in der Zeitung oder im Internet gestolpert? Bewerben Sie sich, Sie haben eine reelle Chance. Stier, Sie sind derzeit auf Partnersuche und haben jemanden kennengelernt? Halten Sie sich am Anfang etwas zurück und machen eine Art Geheimnis um sich. Zwillinge, steht ein Vorstellungsgespräch bei Ihnen an? Keine Sorge, Sie haben gute Sterne und können jeden von sich überzeugen. Krebs, Sie haben jetzt die Möglichkeit, schöne neue Kontakte zu knüpfen, mit denen Sie in Zukunft gemeinsame Freizeitinteressen teilen können. Löwe, verbringen Sie diese Woche viel Zeit mit Ihren Freunden. Diese Abwechslung braucht momentan einfach Ihre Seele. Jungfrau, muten Sie sich jetzt nicht zu viel zu, Sie brauchen schließlich Ihre Energie auch für andere Dinge. Waage, in dieser Woche haben Sie die Chance, mit einer neuen Idee bald gutes Geld zu verdienen. Skorpion, stehen Lohnerhöhungen in Ihrer Firma an? Keine Angst, auch Ihnen winkt eine angemessene Erhöhung auf Ihrem persönlichen Lohnzettel. Schütze, Sie brauchen in dieser Woche einfach etwas Abstand von allem. Bitte gönnen Sie sich das, damit Ihre Batterien wieder aufgeladen werden können. Steinbock, bitte lassen Sie sich nun keine fremden Meinungen aufdrängen und bleiben bei Ihrer. Wassermann, haben Sie ein paar Tage frei oder sogar Urlaub? Perfekt, genießen Sie diese Woche und machen nur das, was Ihnen wirklich gefällt. Fische, Sie sind derzeit nicht zu bremsen. In allen Lebensbereichen können Sie nun überzeugen. Also, legen Sie los. Das war die Sternbotschaft für diese Woche. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage unter www.astrologie-wagenbach.de. Würzburg Radio. Die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach.